Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten Land vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Kambodscha. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch da oben noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und ja, ich will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video verlassen, sondern euch auch darüber hinaus weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. So denn, fangen wir auch schon an mit meinen Tipps zur Anreise nach Kambodscha. Die Anreise erfolgte in meinem Fall mit Cathay Pacific über Hongkong nach Phnom Penh. Der IATA-Code des Flughafens lautet PNH. Von Hongkong aus sind es ungefähr 2 Stunden 40 Minuten. Weitere Flugverbindungen gibt es auch sicherlich noch über die nahen großen Hubs. Der Flughafen Phnom Penh ist recht übersichtlich. Es gibt nur eine Startlandebahn und wenige Fluggastbrücken. Man könnte dem Areal auch liebevoll das Wort Flughäfchen verpassen. Von einer Anreise auf dem Landweg, zum Beispiel aus Thailand, liest man im Internet vergleichsweise häufig. Allerdings las ich auch einige Internetreiseberichte, bei denen die Formalitäten an der Grenze mit finanziellen Schikanen behaftet waren. Man sollte offensichtlich aufpassen, dass man nicht zu viele, ich sag mal, Reibungsverluste erzeugt. Zur Einreise ist ein Reisepass nötig, der noch mindestens 6 Monate über den Aufenthalt gültig sein sollte. Weiterhin brauchen deutsche Besucher ein Visum. Dieses kann man entweder an einem eigenen Schalter in der Arrivals Hall beantragen, also in Form eines Visa on Arrival, oder vorab über das Internet in Form eines E-Visas beziehen. Das E-Visa kostet 35 Euro und wird einfach per Kreditkarte bezahlt. Es wird per PDF-Datei zugestellt und kann in Schwarz-Weiß in Reisepassgröße ausgeschnitten werden. Es werden 2 Ausdrucke bzw. Kopien benötigt. Im Flugzeug wird dann kurz vor der Landung noch eine Arrivals-Departure-Karte und eine Zollerklärungskarte verteilt. Dem Grenzbeamten legt man Reisepass, E-Visa, Arrivals und Departure-Karte vor und es wird dann noch ein Foto am Einreiseschalter gefertigt. Nachdem man den Koffer vom Band geholt hat, wird noch die Zollerklärung abgegeben. Wichtig, bei der Einreise ist auch sogleich die Ausreisekarte, unterschrieben mit dem Datum der Einreise, ausgefüllt abzugeben. Der Grenzbeamte tackert die dann in den Reisepass hinein. Der Kambodschaner ist recht kontaktfreudig. In Phnom Penh wird man des Öfteren angesprochen, woher man denn käme. Der englischen Sprache ist man in Phnom Penh zwar mächtig, der Wortschatz ist aber in Teilen beschränkt. Auch bekommen beim Englischreden die Kambodschaner die Zähne oft nicht so recht auseinander, weswegen es teils etwas genuschelt klingt. Eine Grundkommunikation ist aber durchaus möglich. Kambodscha erinnert mich auch gerne an das benachbarte Thailand, weil es in Sachen Infrastruktur, also Gebäude und manche Schilder, doch etwas ähnelt. Wie die Thailänder in ihrem Land des Lächelns, grinsen auch hier die Einheimischen einen gerne an und sind durchweg freundlich, wenn sie auf Fremde treffen. Und beim Bedanken faltet man ebenso die Hände wie im Nachbarland. Leider fallen die Wohlstandsverhältnisse um einiges geringer aus. Von seinen Ausdehnungen ist Kambodscha nicht so super groß, man braucht aber schon einiges an Zeit, um im Land voranzukommen. Meiner Meinung nach ist auch die Anzahl an Sehenswürdigkeiten marginal beschränkter als in anderen Ländern, sodass man für Kambodscha nicht arg so viel Zeit investieren muss als für andere Länder, sollte die Reise kompakter ausfallen. Hotspots sind meiner Meinung nach Phnom Penh, Siem Reap, Angkor Wat, Sihanoukville und die umliegenden Strände sowie einige vorgelagerte Inseln und auch Battambang. Die alte Bamboo Train ist weiterhin existent, auch wenn man leider die alten wackeligen Gleise und das umgebende Grün weitgehend entfernt hat. Leider ist die Bambusbrücke in Kampong Kham nicht mehr existent. Zumindest stand sie wohl in der Regenzeit im Jahr 2018 möglicherweise extrem unter Wasser. Landschaftlich ist in Kambodscha aber in vielen Stellen recht platt und in der Regenzeit können große Flächen überflutet sein. Kambodscha ist ein tropisches Land und so pendeln die Temperaturen von 27 bis 35 Grad tagsüber bis zu 22, 25 Grad in der Nacht. Es gibt eine ausgeprägte Trocken- und Regenzeit, letztere etwa von Mai bis Oktober. In dieser Zeit kann es passieren, dass weite Teile des Landes überflutet sind.
Ich war in der Regenzeit im August dort und vom Flugzeug aus konnte man riesige Areale ausmachen, die vollständig unter Wasser standen. In der Regenzeit kann also auch das Wetter ein wenig in den Reiseverlauf eingreifen. Die Straße 4 nach Sihanoukville weist beispielsweise eine Senke auf, die sehr leicht überflutet wird und daher für Tage gesperrt werden kann. So geschehen im Juli 2018. Im Tagesverlauf ist es aber oft so, dass am Morgen noch trockenes Wetter herrscht, gegen Mittag, Nachmittag regnet es dann so ein wenig und gegen Abend ist es dann wieder trocken. Dazu herrschen hohe Luftfeuchtigkeitswerte vor. In Kambodscha gibt es gleich mehrere Steckdosenstandards. Es gibt die britischen großen dreipoligen Stecker, man trifft aber auch auf die US-amerikanischen Type mit den zwei flachen parallelen Kontaktstiften sowie die um 45 Grad versetzten Kontaktstifte, die man aus Australien kennt. Das Netz scheint stabil, zumindest ich habe keine Stromausfälle erlebt. In den Hotels ist WLAN stets inklusive und oft ausreichend bis sehr schnell. Am Flughafen gibt es gleich mehrere Schalter, wo man sich SIM-Karten kaufen kann. Für zum Beispiel 5 Dollar, also US-Dollar, bekommt man für eine Woche Internet Unlimited. Da sind sogar Datenfresser wie YouTube enthalten. Das Netz Medphone hat einen hohen Ausbaugrad und man hat so de facto überall LTE oder mindestens 3G, selbst im Urwald von Ta Prom. In Kambodscha wird mit zwei Währungen hantiert, US-Dollar und der einheimische Riel, abgekürzt als KHR. Ein Wasser kostet zum Beispiel umgerechnet 60 Cent, das sind meist um die 2500 Riel. Oft wird das Wechselgeld in Riel ausgezahlt. Geldautomaten, diese heißen hier ATM, sind in Phnom Penh in recht großer Anzahl vorhanden. Über Land muss man aber schon ziemlich genau wissen, wo man einen ATM antreffen kann. Da ohnehin noch recht viel mit Bargeld hantiert wird, kann es nicht schaden, stets eine gewisse Menge mitzuführen. Gut sind vor allem kleinere US-Dollar-Noten, zum Beispiel 1 Dollar, 5 Dollar und 10 Dollar. Es herrscht Rechtsverkehr. Die Verkehrslage scheint, wie man das aus Indochina her kennt, chaotisch. Das Anzahlverhältnis von Pkw zu Motorrad beträgt etwa 1 zu 4 und die Mopedfahrer drängen sich dort durch, wo Platz ist. Als Pkw-Fahrer sei daher angeraten, oft in die Spiegel zu schauen und das Treiben rundherum zu verfolgen. An Kreuzungen und Ampeln lässt man am besten erstmal den Pulk um sich drumherum wegfahren, ehe man selbst langsam und vorsichtig anfährt. Weiterhin ist es wichtig, nicht in der Spur zu pendeln, sondern berechenbar für die anderen Verkehrsteilnehmer zu bleiben oder zumindest die Spur im dichten Verkehr umsichtig und langsam zu wechseln, damit die anderen Verkehrsteilnehmer mitziehen können. Blinken ist beim Richtungswechsel durchaus üblich. Hupen bedeutet: Achtung, hier fahre ich. Ampeln werden zwar zunehmend beachtet, können aber mancherorts doch noch Empfehlungscharakter aufweisen. Es gibt noch einige Verkehrsteilnehmer, die einfach bei Rot drüber fahren. Man trifft auch noch auf viele Kreuzungen, an denen offenbar keinerlei Regeln herrschen. Hier tastet man sich stets langsam vor. Als Fußgänger heißt das, dass man auch hier besonders vorsichtig sein muss, wenn die Ampel grün zeigt. Immer noch mal schauen. Man wird sich aber nach kurzer Zeit einen gewissen Takt im Verkehrszyklus merken oder auch erkennen können, sodass man punktgenau zwischen den sich bewegenden Fahrzeugen die Straße überqueren kann. Das gilt eigentlich auch als Pkw-Fahrer. Ja, es gibt nämlich Kreuzungen oder Kreisverkehre ohne scheinbare Verkehrsregelung. Vortasten und beobachten ist hier ein guter Tipp, dann kommt man sicher durch. Über Land ist die Verkehrssituation meist deutlich entspannter als in den Städten. Verglichen mit anderen Ländern ist Kambodscha aber schon Autofahren 2.0, gefühlt aber nur halb so krass wie in Indonesien, wo der Verkehr noch einmal dichter ist. Tankstellen gibt es besonders an der Hauptachse Phnom Penh nach Siem Reap in sehr großer Anzahl, meist von der Kette Tela, Caltech, Total oder Equimax. Jeder, der hier etwas auf sich zu halten scheint, betreibt wohl offensichtlich auch eine Tankstelle. Wenige Tankstellen sind gleich als Center ausgebaut, zum Beispiel mit der Kette Café Amazon. Auf solche Rastcenter trifft man im Nachbarland Thailand recht häufig. Für Tuk-Tuk-Fahrer sieht man aber auch noch oft bei kleineren Straßenhändlern die guten alten Plastikflaschen, aus denen Benzin verkauft wird. An Tankstellen trifft man dagegen oft auf einen Tankwart, der die Befüllung des Wagens vornimmt und bei dem auch bezahlt wird. Auch möglich ist es, Teilmengen zu tanken. Man kann zum Beispiel sagen, regular for $20. Und ja, dann bekommt man die Menge eben Sprit für diesen Betrag. Da man ohnehin nur mit Geschwindigkeiten von 30 km/h in der Stadt bis 80 km/h über Land fahren kann, kommt man selbst mit einer Dreiviertel-Tankfüllung locker von Battambang bis Phnom Penh. Zum Zeitpunkt meiner Reise arbeiten zwei internationale Firmen für Mietwagen im Land. Die erste Firma mit einem roten Logo bot nur große SUVs an,
Eine Woche für ca. 700 Euro mit Kilometerbeschränkung. Die zweite Firma mit einem grünlichen Logo verfügt über zwei Anmietstationen, eine in Phnom Penh und eine weitere in Siem Reap. Hier hat man wenigstens noch Kleinwagen im Programm, was im hiesigen Verkehr echt nett ist. Letztere Firma befindet sich außerhalb des Terminalgebäudes vom Flughafen Phnom Penh, ca. 100 Meter schräg gegenüber. Mietwagenschalter am bzw. im Terminal gibt es nicht. Zur Anmiete wird eine Kaution von 800 US-Dollar auf der Kreditkarte hinterlegt. Hotels sind in guter Anzahl vorhanden. Man muss allerdings schon genau wissen, wo sich diese befinden. Entlang der Hauptstraßen über Land gibt es de facto keine. Meist sind sie im Innenstadtbereich anzutreffen. Gratis WLAN ist meist genauso inklusive wie ein Frühstücksbuffet. Die Preisspanne reicht von 5 Dollar für eine einfache Unterkunft bis 80 Dollar. Für einen Luxus durchaus, wo man in anderen Ländern schon bis zu 150 Dollar bezahlen müsste. Für 15 bis 30 Dollar bekommt man aber schon eine sehr gute Auswahl, sodass eine Reise nach Kambodscha preislich sehr moderat ausfallen kann. Bezahlt werden kann oft ohne Probleme mit Kreditkarte. Will man die Reise vor Ort flexibel gestalten, ist ein guter Trick beim Frühstück einen Ort und eine Bleibe über das Smartphone bzw. eine entsprechende App auszusuchen und dann auch schon gleich zu buchen und schon online zu bezahlen und dann einfach direkt anzusteuern. Zum Frühstück gibt es in den Hotels meist Toast, gern auch Eier und Speck, dazu oft eine Buffet-Auswahl mit Fried Rice, gebratene Nudeln, Wokgemüse und tropische Früchte. Kambodscha bietet durch seine internationalen Besucher sowohl westliche als auch einheimische Küche an. In Phnom Penh an der Uferpromenade am Tonle Sap und in Siem Reap gibt es auch viele westlich orientierte Restaurants mit Hamburgern, Pizzen und so weiter, wobei man hier aber auch schon eher westliche Preise bis sagen wir 12 Dollar bezahlen kann. Preiswerter ist das Speisen an Straßenküchen, wo man eine Mahlzeit schon für 1,50 Dollar bekommen kann, zum Beispiel Reis mit Hühnchen und noch eine Suppe vorneweg. Zu den Nationalgerichten gehören Lok Lak, Schweinefleisch, zum Beispiel gewürfelt, mit Reis und pikanter Soße, oder Amok, das wäre in dem Fall ein Fischcurry, in Kokossoße. Einkaufsläden, wie man das aus westlichen Ländern her kennt, gibt es eigentlich nur vereinzelt in den größeren Städten, zum Beispiel Phnom Penh oder Siem Reap, sonst nicht so recht. Dazwischen kann man die Dinge des täglichen Bedarfs eher auf Märkten, an Straßenläden oder bei fliegenden Straßenhändlern kaufen, die teils aber nicht so gut sortiert sind. Grundsätzlich muss man erstmal wissen, dass Kambodscha leider ein recht armes Land ist und die Löhne liegen auf einem sehr geringen Level. Von daher sollte man den eigenen Wohlstand am besten nicht sonderlich zur Schau tragen. Dennoch kann man sich in der Öffentlichkeit sehr viel freier bewegen, als das zum Beispiel an manchen Ecken, insbesondere in den Abendstunden, in Lateinamerika der Fall ist. Tatsache ist, dass auch die Kambodschaner ihr Smartphone lieben und teils haben sie sogar gar keine kleinen Modelle. Besonders Tuk-Tuk-Fahrer, die gerade keinen Fahrgast haben, sieht man oft am Straßenrand warten und sich mit ihrem Gerät die Zeit totschlagen. Besonders in Phnom Penh sieht man aber auch verstärkt, dass manche Menschen ihre Rucksäcke nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch tragen. Es muss wohl einige Fälle von Backsnatching gegeben haben, wobei der Rucksack zum Beispiel von vorbeifahrenden Motorrädern geschnappt wird. Am besten ist es also immer, die anderen Leute um sich drumherum zu beobachten und das eigene Verhalten daran anzupassen. Speziell auf dem Gelände von Angkor Wat sieht man aber auch viele Besucher, die hochwertige Kameras dabei haben. Dass man auch im Auto keine Wertsachen offen herumliegen lässt, sobald es geparkt ist, ist wohl, denke ich mal, eine Selbstverständlichkeit. Zum Thema Sicherheit gehört aber wohl auch, sich im Straßenverkehr, besonders auch als Fußgänger, entsprechend zu bewegen. Dicht befahrene Straßen sollten langsam gequert werden, sodass der Verkehr um einen drumherum fließen kann. Man kommt sich aber stellenweise doch noch etwas vor wie Frogger. Insgesamt kann man aber sich doch recht sicher fühlen, da die Menschen in Asien einen gewissen Anstand vor ihrem Gegenüber haben. Angkor Wat ist eigentlich nur ein Tempel auf einem Areal mit vielen weiteren. Als weitere Highlights sind noch Ta Prom zu nennen und auch der Bayon-Tempel sind besonders sehenswert. Alles ca. 10 Kilometer nördlich von Siem Reap gelegen, handelt es sich um eine Welterbestätte der UNESCO. Das erklärt wohl auch, warum so exzessiv viele Menschen hierher kommen. Man trifft auf besonders viele Chinesen, die in ganzen Busladungen angekarrt werden. Zum Besuch der Anlage sollte man eine entsprechende Kleiderordnung einhalten, so sollten zum Beispiel die Knie und Schultern bedeckt sein und man sollte keine Jesuslatschen tragen. Das Ticket Office ist etwas weiter außerhalb, aber noch im nördlichen Stadtgebiet gelegen. Ein Eintrittsticket für einen Tag kostet 37 US-Dollar, die man vor Ort auch per Kreditkarte bezahlen kann. Es wird am Schalter ein Foto gefertigt und so ist der Angkor-Pass nicht übertragbar.
Da die Stätten ab 5 Uhr in der Früh öffnen, kann es besonders zur Trockenzeit reizvoll sein, bereits zum Sonnenaufgang herzukommen. Sollte man das tun, ist das Mitführen einer kleinen Taschenlampe durchaus ratsam, denn die Anlage ist nicht beleuchtet. Doch schon zu früher Stunde muss man mit Menschenmassen durchaus rechnen. Speziell bei Angkor Wat empfiehlt es sich auch ganz nach rechts am inneren Teich zu gehen, denn von dort aus hat man die wohl bekannteste Ansicht der Tempelanlage mit ihren markanten Türmen. Da die Tempelstätten teils bis zu 10 Kilometer Straße auseinanderliegen können, empfiehlt es sich, irgendeine Art von Verkehrsmittel zu verwenden. Fahrrad, Bus, Tuk-Tuk oder Auto. Man kann Tuk-Tuk-Fahrer für den ganzen Tag anheuern, die dann auf den Parkplätzen auf einen warten. Wer mit dem Auto unterwegs ist, findet vor den Tempeln oder in der Nähe Parkplätze, die teils in der Regenzeit etwas schlammig sein können. Öffentliche WCs gibt es direkt an den Parkplätzen nicht, nur an besonderen Ecken im Park. Phnom Penh wird vom Tonle Sap und dem Mekong-Fluss geteilt. Es gibt nur wenige Brücken über die großen Gewässer. Die Uferpromenade am Tonle Sap kann man so etwas wie das städtische Herz betrachten. Hier kann man entlang flanieren oder in einem der zahlreichen Restaurants speisen. Das Preisniveau ist aber eher auf westlichem Level. Etwa 10 Dollar gehen für ein Getränk durchaus schon drauf. Bis auf die Killing Fields kann man alles prinzipiell fußläufig erreichen. Nach einem Marsch von vielleicht 15 Kilometern hat man eigentlich alles im Sack. Lediglich die Killing Fields liegen ca. 12 Kilometer südlich vom Stadtkern und so macht es Sinn, dass man sich hier einen Tuk-Tuk-Fahrer anheuert. Diese warten im Stadtzentrum an vielen Straßenecken und warten nur darauf, angesprochen zu werden. Gegebenenfalls tun sie das aber auch schon selbst. Für eine Fahrt hin und zurück zahlt man so 10 bis 15 Euro. Der Tuk-Tuk-Fahrer wartet dann vor dem Eingang. Der Flughafen Phnom Penh ist nicht sonderlich weit vom Stadtzentrum gelegen, mit dem Taxi sind es etwa so 15 Euro. Alternativ kann man auch hier einen Tuk-Tuk-Fahrer anheuern. Das waren in Kürze meine Tipps für Kambodscha. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders empfunden habt. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir aber noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.